Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Es ist spät in der Nacht, aber das hält mich natürlich nicht auf, eine Runde NES zu zocken. Gold Medal Challenge 92 am NES von Capcom. Copyright ist 1992. Schauen wir mal rein. Ich kenne das Spiel wie so oft nicht. Mal schauen, was hier abgeht. Jedes NES-Game mindestens 10 Minuten lang. Das ist die Challenge, die ich mir gestellt habe. Und wie gesagt, heute Gold Medal Challenge. So, was nehmen wir hier? Ich nehme heute mal Spanien, warum auch nicht? So gut wie das andere Land. So, dann. Gut. Meine Rekorde werden automatisch gespeichert. Sehr gut. Feld Nummer 1, bitte. Danke, ja, das ist korrekt. Sehr gut. Program 1. 100 Meter. Sehr gut. 100 Meter war auch immer meine Disziplin. Bin jetzt nicht professionell gelaufen, aber. Laufe ich schon? Nein, ich laufe nicht. Das muss ich machen, damit ich laufe. Jetzt muss ich drücken. Okay. Worauf muss ich? A und B. A und B abwechselnd. Okay, jetzt muss man mal rausfinden. A und B abwechselnd. Ja, das ist 28. Furchtbare Zeit. Furchtbar. Schlimmer als ein Volksschüler hier. Ja, du weinst zu Recht, Junge. Du weinst zu Recht. Ja, okay. Sagt er keine die Steuerung. Wir sollten eine NES geben. Da gab es sowas wie Hilfestellung. Ihr seht. Das ist schade, jetzt will ich es noch mal machen. Also das typische Sportspiel halt. Hübsche Grafik. Ist auch nicht okay. Scheint auch voll okay zu sein. Ja, ist ja auch von Capcom. Da kommt's. Nein, ich habe schlechte Sachen auch schon von Capcom gespielt. Ich will es nicht schön reden, ich habe auch schon schlechte Sachen von Capcom gespielt. Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich habe auch schon schlechte Sachen gespielt. Was ist das? Weitspringen. Gut. First try. So, na. Ich mache das wieder A und B ist. Nur B, A und B. Ich weiß nicht, was ich drücken muss, damit er springt. Das ist das Problem. Vielleicht ist es rauf oder so. Okay, einmal nach vor ist weggelaufen. B ist er gesprungen. Idiot! Ich bin gesprungen. Das will ich so gerne mal in den Olympischen Spielen sehen. Der beim Start vom Anlauf anfängt zum Springen. Das ist sicher Weltklasse. Ich glaube, es ist vordrücken. Das war es wohl nicht. Hat irgendwas gemacht, aber. Ja, ohne Anleitung. Pf, schwierig. Schwierig. Ja, ich habe keine Medaille bekommen, leider. Tja. Gut, ich nächste Event. Ja, das ist ein typisches Spiel, und da braucht 10 Minuten reichen nicht, um das spielen zu können. Weil man einfach die Steuerung nicht weiß. 100 Meter schwimmen.
Okay, das wird wieder A und B abwechselnd drücken, sind wir mal. Start, nach rechts drücken und dann A und B. Foul! Okay, zu früh gestartet. Okay. Was das Zeug gibt. Drücken. Ah, ich muss die richtige, nicht so schnell wie möglich, sondern die richtige Frequenz erwischen. Okay. Immer noch gut langsam. Gucken wir, wenn die Hand oben ist, den Knopf zu wechseln. Ja, das scheint besser zu sein. Ja, warum die nicht am Ton? Ja, das ist besser. Ich bin nicht schneller. Keine Ahnung, 1,34. Ah. Schade. Gut. Ja, das ist letzter Ekel. 1,34, der 1,6. Dritter Platz. So wird das nicht mit der Olympischen Gold, Leute. Doch, das hätte ich nicht gemacht. Das hätte mir sicher Spaß gemacht. Damals. Macht mir auch jetzt noch Spaß. Macht eigentlich auch jetzt Spaß. Muss ich nicht immer von damals sprechen. Special Program. Marathon. Oh je. Das ist jetzt eine Disziplin, die kann ich mir so, obwohl ich gerne laufen gehe, so gar nicht vorstellen. Ladies and Gentlemen! Ja, der Reporter redet Schwachsinn. Muss ich schon irgendwas drücken? Bringt das irgendwas? Muss ich nichts drücken? Hä? Wieso muss ich hier nichts drücken? Ich muss jetzt nicht drücken, aber ich bin letzter geworden. Whatever. 200 Meter. 200 Meter Sprint. Ich hoffe, das geht so wie die 100 Meter. Button Smasher! Button Smasher! Ich glaube, Speed ist ganz okay. Start war schlecht. Stück noch. Komm schon. Ah, 3 Sekunden hinten. Ich bin mir nicht letzter. Der kotzt da oben. Ja, komm an, 3 Sekunden. Letzter. Ja, komm an.
blöden Staat. Das ist ein Blödsinn. Ja, ich keine Ahnung, wie dieser Staat geht. Weiß ich doch nicht. Muss ich dagegen lenken vielleicht oder so? Weiß man nicht. Derjenige, der diese Medaillen da überreicht, was auch immer das ist, sieht irgendwie seltsam aus. Also, ich weiß nicht, die Farbwahl der Spielfiguren. Würde man das heute auch noch so machen? Das ist schon ein bisschen klischeehaft. Naja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und könnte mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon sagt, was ihr davon hält. Kugelweit werfen. Keine Ahnung, muss ich hier das Steuerkreuz kreisen, nehme ich mal an. Oh nein, nein, irgendwie nicht. So ging es jedenfalls nicht. Zweiter Versuch, ich wollte gerade sagen, dass nicht mehrere Versuche. Ja, da hätten sie doch irgendwie gut die Controls erklären können. Irgendwo. Nach hinten. Und ich smash wie wahnsinnig den Button. Oh, ich smash an den verdammten Button, bis er bricht. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Wie smash ich schon? Was ist das? Oh Mann, Mann, Mann. Das ist voll auf die Fresse gefallen. Ich bin leicht zu unterhalten, Leute. Ich sag's euch. Okay, was muss ich tun, damit er die Kugel wirft? Gescheit smashen und aufbauen. Nach vorne, nach hinten drücken, okay. Ja, rein natürlich. Ich hab 2 Meter. Ja, das Rekord ist 23, come on. Oh Mann. Ja, wieder mal kein Metall gespannt. Das ist schon spät, Leute, tut mir leid. Kommt noch ein Event. Ich spiele schon 13 Minuten. Könnte ich eigentlich schnaufen, aber es ist ein gutes Spiel eigentlich. Ich verstehe die Steuerung nicht, aber das hält mich nicht davon ab, Spaß zu haben. Man sollte sich generell nie abhalten lassen, Spaß zu haben. Verdammt. Ich habe gar nicht geschaut, was kommt. Vergessen zum Lesen. Ah, schwimmen ist jetzt wahrscheinlich 200 Meter sein oder irgend so ein Mist. Muss man denn immer voran schwimmen? Wieso ist sie jetzt abgesoffen? Was zum Geier? Die ist abgesoffen? Wieso sauft? Die hat doch ihr Herz an. Das ist doch die Herzanzeige. Die seift ihn ab. Wieso seufzt sie mal ab? Die Herzen sind doch da, ich verstehe es nicht. Die Ausdauer ist aus. Na, jetzt habe ich die Herzen sind nicht aus. Was soll ich machen, damit die Herzen nicht aus sind?
Was soll ich machen? Die Herzen gehen halt einfach aus. Was soll ich drücken, damit sie aufsteht? Muss ich nach oben drücken oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Come on. Ah, oben drücken. Okay, jetzt, ja, da jetzt, wo das Event vorbei ist, weiß ich die Steuerung. A und B abwechseln und nach oben drücken zum Auftauchen. Damit die nette junge Dame noch Luft bekommt. Naja, ich hab doppelt so lange gebraucht. So. Das kann schon mal. Bin halt noch Anfänger. Schauen wir diese interessante Kostüme an. Jetzt wird gelächelt und gewunken. Super. Congratulations, USA! USA! Oh Mann. Kommt jetzt. Nochmal Marathon. Gut, den mache ich noch. Ein Marathon mache ich noch und dann lasse ich's. Aber was war denn das? Genau, Marathon, da konnte man ja irgendwie nur. Kann ich dir irgendwas einstellen? Dann haben sie 17 eingestellt. Ah, ich muss die Geschwindigkeit einstellen. Ich mach 15. Dann bin ich schneller als der langsamste. Und komm vielleicht durch. Schauen wir mal. Weil sich schließlich einstellen konnte. Reporter quatscht. Das Marathon so strategisch gemacht haben, finde ich auch interessant. Aha, ich scheine ein bisschen weit hinten zu sein. Ja, bitte sehr. Vierter Platz bin ich. Was bin ich? Die 7-Kilometer-Marke, das heißt noch gar nicht. Ey. Sechste ist der. Okay. Siebter. Oh je, oh je. Ja, ist die aufregend, ist nichts. Also, es ist nett gepixelt, die Musik ist alles okay, finde ich. Aber ich finde es auch interessant, die Entscheidung, dass die Entscheidung so getroffen wird. Aber ich kann es auch nicht überspringen, oder? Oh ja. Ich bin trotzdem letzter. Ey, komm, jetzt bin ich auf Nummer sicher gegangen. Was hätte ich denn sonst einstellen sollen? Außer 15. Das ist doch strategisch eine super Wahl. Ich check's nicht. Wieso können zwei gleichzeitig 7. sein? Guck mal kurz schauen, was kommt jetzt noch. 400 Meter lang. Nein, das sparen wir jetzt. Das wiederholt sich alles. Das sparen wir jetzt. Gut, sagen wir mal, das war's. Gold Medal Challenge 92 am NES war das. Kann man spielen, ist ganz lustig. Macht eine Gesellschaftsrunde sicherlich richtig Bock. Kann ich mir gut vorstellen mit Freunden so.
Warum nicht? Nicht so einsam eine Nacht allein wie ich, sondern mit Freunden ist das sicher lustig. Da unten könnt ihr abonnieren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Kommentare da lasst und natürlich auch über einen Daumen hoch. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe mich schon verdammt viele NES-Games gezockt. Ciao Leute, bis bald.